So, servus, Burbfreunde. Kurzer Zwischenstand bei den Zuchttauben. Wir haben Schlagwand ja 18 Eier befruchtet. Im Endeffekt rausgekommen sind 16 Jungtauben. Die sind alle jetzt berühmt. Die sind alle ungefähr im gleichen Alter, bis auf die Entlederzelle. Das jährige Weibchen hat ja später gelegt. Die habe ich jetzt vor 2-3 Tagen erst berühmt. Die anderen sind im Abstand von 2-3 Tagen geschlüpft. Da oben sitzt das Weibchen schon wieder auf die Eier. Also haben sie das zweite Mal gelegt. Und da zwei schöne blaue Jungtauben. Um 1188 unter 328. Von der Entwicklung her sind sie recht gut. Zwei schöne Burschen. Dann da haben wir den 502. Und zwei Weibchen. Die haben nicht die zweite Gelege drin. Da war ein Ei leider kaputt, also ist zu Bruch gegangen. Darum sitzt da bloß eine Jungtaube. Was Blaues. Dann in der unteren Zelle. Seht ihr, die Tauben treiben jetzt wieder aufs Nest. Zwei Jungtauben. Das wird der Vogel sein. Das Gegenstück. Ein blaues Weibchen. Dann in der oberen Zelle ist ja die Tochter 101. Und der Tanzervogel. Auch da haben wir zwei richtig schöne Jungtauben im Nest. Zwei blaue. Grüpfe sind gut gefüllt, entwickeln sie bis jetzt prächtig. Eine Zelle darunter, zwei Jungtauben aus dem Sohn 107. Sind auch von der Entwicklung her ziemlich gleichmäßig. Und die Mutter ist ja Tochter von meinem 92, also den Sohn 101. Dann in der unteren Zelle. Das ist der 92. Und der hat zwei schöne Junge im Nest. Gelungen. Kann man nicht meckern. Dann haben wir das oben. 394, der passt immer noch auf seinen Jungen auf, wenn man sieht. Auch zwei schöne Jungtauben. Rechts das Weibchen sein und das wird wieder ein stattlicher Vogel, oder? Die 65 sitzt schon wieder am Nest. Das ist ja wieder die Mutter vom ersten Konkurs 2020. So, dann darunter. 347, wie gesagt, die diesjährige Weibchen hat ja etwas später gelegt. Also der ist wirklich am Nest. Der verteidigt das mit allem. Ist ja schon 10 Jahre alt, der Vogel.
da waren beide Eier rot befruchtet und beide sind da rausgekommen. Und zwei schöne Jungtauben drin. So, dann das letzte Paar. Das ist ja da der 1151. Ein wunderschöner Vogel. Und da ist ja auch ein jähriges Weibchen dran. Da hinten die 384. Und da ist auch bloß eine Jungtaube ausgefallen. Das zweite Ei war nicht beschädigt, also äußerlich. Aber die Jungtaube hat sich dann nicht weiterentwickelt im Ei. Und hab's dann letztendlich rausgenommen. Dass wir, wie gesagt, 16 Jungtauben haben wir aus der ersten Zucht. Zweite Runde, wie wir gesehen haben, ist ja schon im Anmarsch. Den zwei, drei Tage. Dann werden alle wieder gelegt haben. Der 347 tut er. Das ist abgehauen. Der bekommt jetzt dann nach der Zucht ein neues Weibchen. Also mit dem jährigen Weibchen rührt diese zwei Jungen und dann bekommt er ein neues Weibchen. Sekt, Kot von Jungtauben ist wieder hervorragend. Dann bis jetzt gesund, hat keine Probleme gegeben, entwickeln sie gut. Also muss alles passen. Und dann war es das schon wieder für heute. Mehr gibt es nicht zu berichten. Und dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Restsonntag. Bleibt gesund. Servus aus dem Bayerischen Wald.